gehört? Nee. Ich glaube, das war ein Schuss. Es ist gerade so scheiße. Die andere Sache ist, dass da rechts ein Fuchs gerade ist. They already reported many cases of sheeps getting killed there. Bro, warum sind wir so dumm? Sollen wir zurückgehen? Jetzt mal ehrlich. Nein, Digga, zurück ist zu risky. Gummo, es geht, willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Wir haben richtig gut und lang gepennt einfach. Heute ist der Tag der Tage, Alter. Heute geht's auf die Insel. Wir machen jetzt gleich erstmal Frühstück. Es gibt ein richtig nahrhaftes Frühstück. Bohnen mit Ei. Ekelhaft. Schön viel Proteine, genügend. Hals, Maul, Alter. Ich würde sagen, wir machen gleich nochmal den Generator an, laden nochmal alles voll. Die Batterien nehmen wir vielleicht auch sogar mit. Müssen wir mal gucken. Und dann gehen wir vielleicht sogar schon mal, bevor wir heute Abend vollgepackt dahin gehen, gleich nochmal so dahin und scouten aus, okay? Mhm. Erstmal an der Stelle wunderschönen Gummo hier aus dem Wald. Heute ist der Tag der Tage. Wir machen 12 Stunden auf einer einsamen Insel. Boah! Frühstückszeit. Mach schnell und wird kalt. Es gibt Eggs and Beans, Toast, Protein Shake, Baba. Eine Sache, die jetzt gerade aufgefallen ist. Hier sind 6 Autos irgendwie in den Wald gefahren, voll ausgestattet mit Schrotflinten, Camouflage und allem drum und dran. Ich glaube, gerade ist Jagdsaison. Und Gummistiefel. Und Gummi, ja. Und ich habe gerade keine Ahnung, was sie jagen. Ich nehme an, hoffentlich Wildschweine und Elche. Ja. Elch mit CH, nicht mit SZ. Ich hoffe mal, dass die einfach nicht uns mit einem Hirsch verwechseln. Vielleicht werden wir auch angeschossen. Bro, imagine, wir sind auf dieser Insel, wir hören so Schüsse um uns fliegen. So. Ich baue uns eine Steinschleuder. Komm mal hier. Steinschleuder. Du kannst echt eine bauen. Okay. Hallo? Jo. Was ist los? Was ist mit deiner Hand? Ich mache einen Löffel. Ja, und was mit deiner Hand? Geh mal so. Oh! Tobi, hier ist der Mörder unterwegs im Wald. Du hast dich geschnitten. Bitte dich. Du hast dich schon wieder in den Finger geschnitten mit einem Messer. Dafür mache ich einen Löffel. Der macht guten Progress. Ja. Aber das brennt. So, wir lassen den Van jetzt mal für eine Stunde, anderthalb allein. Wir haben eben mit der Drohne ein bisschen gescoutet. Tobi, du hast es auch aufgenommen, glaube ich, ne? Ja. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr den Weg zur Insel, wenn wir das so sagen, ja. Es ist de facto eine Insel, wir müssen halt nur, wie gesagt, wahrscheinlich durchs Wasser stapfen. Ich gucke jetzt mal, wie lange wir brauchen und schlag dann... Da kann die Scheiß auch hier hin, das ist super. Geil! Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, sollte unterwegs irgendwas Nennenswertes passieren. Ansonsten sehen wir uns gleich auf der Insel dann das erste Mal, wenn wir da sind. Hier ist die Insel. Hier müssen wir durch. Ohne hinzufallen. Ich wollte auch gerade rübergehen, aber ich habe jeden technischen Scheiß dabei, den es gibt. Okay, bis dann. Digga, mein Sack wiegt 22 Kilo bestimmt. Meine auch. Ja, weil du einen Tumor hast, Junge. Ja, wir haben das Zelt aufgebaut, wir haben unseren Spot gefunden, wir haben gerade gegessen. Tobi, take the tent, let's go. Oh. Hast du die Axt dabei? Ja. Okay, dann würde ich sagen, okay. Gut Kick. Wir spielen gar kein Fußball. Die Hälfte, oder? Nee. Bisschen mehr? Nee, Hälfte. Drei Viertel? Hälfte? Hälfte, ja. Bro. Oh, du hast übel auf die Kamera gehauen. Okay, wir müssen kurz die Drohne steigen lassen. Wenn wir nicht sicher sind, ob wir richtig laufen. Es wird auch gleich dunkel. Also wir haben jetzt vielleicht noch so, die Sonne geht hier überschnell unter. Wir haben noch so 25 Minuten Zeit, bis wir alles aufgebaut haben. Dann dämmert es schon. Es dämmert jetzt schon. Es wird auf jeden Fall knapp. Was ist denn hier? Akani, jetzt nicht. Also wir lassen jetzt kurz Drohne steigen, checken. Und dann müssen wir schleunig zum Spot aufmachen, denn sonst wird es echt ein bisschen eng zeitlich. Ey, meine Beine sind so am Shaken. Ich fühle mich, als hätte ich gerade 40 Wiederholungen auf 120 Kilogramm Beinpresse gemacht, Alter, gefühlt. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich bin komplett durchgeschwitzt, Tobi auch. Aber ich weiß, qualifiziert als Insel. Ja, das muss ich jetzt erstmal an der Stelle vor. Ja, guck mal, hier ist ja. Ne? Hier ist komplett Wasser. Wir können leider nicht anders. Also ich habe auch überlegt, ob wir schwimmen. Aber ganz ehrlich, das funktioniert alles nicht. Wir sind dafür jetzt auch eine halbe Stunde gelaufen. Wir müssen halt trotzdem durchs Wasser durch. Und ich hoffe jetzt, ich kriege auf die Fresse. War's alles, ja, ne? Digga, ja. Ab jetzt, sobald ich meinen Fuß auf die Insel trete, beginnen 12 Stunden auf einer einsamen Insel. Und go. Wir haben gerade keine Zeit zu filmen. Wir machen jetzt erstmal Camps, soweit ready, Matratze aufblasen und sowas. Wir müssen halt gucken. Schuhe anziehen. Feuer. Wir müssen halt wirklich schauen, weil der Wind pfeift halt schon echt gut tatsächlich. Ja.
Akani hat schon Zelt bezogen. Ja, lass uns erstmal Matratze aufbauen. Bis gleich. So, also unser Camp geht tatsächlich, Leute. Es ist klein, es ist cozy. Der Wind hat ein bisschen nachgelassen. Perfekte Bedingungen, würde ich sagen, um Feuer zu starten, Alter. Ey, ich finde es auch noch krass, dass wir das jetzt hier machen. Ne? Wir sind wirklich. Hast du gehört? Nee. Ich glaube, das war ein Schuss. Oh nein, Digga. Wir haben gar nicht bedacht, dass das vielleicht gar nicht das Gewicht hält. Also man muss schon mal sagen, der Mann hat gehustelt. Okay, also, wir haben jetzt eine Solution gefunden. Hier ist zwar ein bisschen Asche drin, aber das steht jetzt vielleicht so 5 Minuten da und ist schon fast am Kochen. Das ist wirklich verrückt heiß, das Feuer hier. Ihr seht ja, der Wind fuckt mich halt übertrieben ab. Es kommt auf der Kamera nicht so gut rüber, weil das Mikrofon halt wirklich ganz gut für solche Situationen ist. Aber es wird richtig, richtig knackig kalt. Und wenn der Wind jetzt weiter aufzieht, dann haben wir nicht 11 Grad, sondern gefühlt 7 oder 4 Grad nachts. Ist ja auch gerade über Zeit für eine Sonnenbrille, man sieht das vielleicht. Ich würde sagen, wir switchen kurz, wenn wir das Essen essen. Digga, sieht aus wie Kotze. Ja, ich sag mal so, das muss auf jeden Fall nochmal gut verrührt werden. Aber das ist halt dein Essen, ne? Also. Ja, das wird doch, oder? Oh, Digga, sieht aus wie ein Aqualand hier, Digga. Auf Kamera. So, kurz Fazit zum Vlog. Was denkst du, wird's für eine Nacht? Alter, Junge, es ist so windig und es ist so eng drin. Digga, ist enger als der Van einfach. Also ganz ehrlich, Junge, ist mir auf den Kopf gefallen. Was? So, nee, ich dachte. Digga. Das ist, wenn du, guck mal, geh du mal rechts ran. Guck mal. Ja, okay. Wie sollen wir das machen? Wie sollen wir hier Schlaf finden? Okay. Eigentlich hatten wir vor, Leute. Halt das Maul. Okay. Eigentlich hatten wir vor, noch so ein paar Inselgames zu spielen, aber ich schwör's euch, es ist draußen so windig, man weht wirklich beinahe weg. Also. Das ist jetzt gerade eine leichte Böe. Ich bin gerade das Wind weggefühlt. Ja. Ey. Oh. Okay, jetzt war wieder. Naja. Wir melden uns dann später nochmal zurück und gucken, was bis dahin passiert ist, ne? Wenn es vielleicht dunkel ist dann. Okay. Es ist gerade so scheiße. Es ist gerade so scheiße. Also, ich habe gerade mit Julia geschrieben, bei der wir da gewesen sind den einen Abend und gefragt, yo, kann es vielleicht sein, dass hier Wölfe sind? Und sie meint so, ja, kann sein. Warte, ich guck mal. Ja, in Lidköping. Hier ist Lidköping und da sind wir. Und, naja, das ist aber jetzt eine Sache. Also, Wölfe nähern sich eigentlich nicht Menschen, es sei denn, man hat einen Hund dabei. Die andere Sache ist, dass da rechts ein Fuchs gerade ist. Und der macht diese Geräusche halt, wie so ein, was? Oder wieder irgendwas. Ja. Also rechts von uns ist auf jeden Fall ein Fuchs. Hier ist auch überall Fuchskacke. Mega. Was? Mega. They already reported many, like many cases of sheep getting killed there. Bro, warum sind wir so dumm? Ey, wir hätten das vielleicht vorher gucken können. Digga, wir hätten das safe vorher gucken sollen. Digga, guck mal, wie wir hier liegen. Ja, Bro, sollen wir zurückgehen? Jetzt mal ehrlich. Nein, Digga, zurück ist zu risky. Zurück ist wirklich viel riskanter, als dass wir hier bleiben. Digga, im Dunkeln jetzt durch das Wasser. Alles wieder einzeln darüber. Bro, das ist gerade echt scheiße, ne? Ja. Also das ist jetzt wirklich. Das ist halt einfach dumm. Der zurück ist, glaube ich, jetzt wirklich riskant. Ich stell mir vor, Bro, mit dem ganzen Stuff den Weg zurück. Außer wir rufen Bull, Digga, die soll uns hier rausholen. Bro, als ob. Wait, it's old, hat sie gesagt, okay? Okay, sie sagt gerade, wait, it's old. Da, auf dieser Landzunge, da sind wir. Da ist nichts. Aber ist es wirklich so, dass wenn da nichts ist, dass dann da nichts ist? Ja, ich glaube schon. Okay, wenn wir neue Erkenntnisse haben, dann melden wir uns wieder. Es ist 11.40 Uhr. Die Matratze ist komplett leer. Wind ist halt verrückt. Noch mehr als davor. So, wir liegen auf einem kalten Stein, Digga. Und wie viel Uhr ist? 2 Uhr, Digga. Ey, mega Trip, den du organisiert hast. Und die Matratze. War eine gute Idee. Die Matratze ist die noch. Die war auch gut. War ein guter Kauf. Ey, die Luftpumpe auch top, Digga, wirklich. Drück mal, geh mal her. Ja, ist wieder komplett leer. Nach einer halben Stunde war die wieder leer. Die haben immer noch nicht gepennt. Du schon. 10 Minuten. Ja, ich nicht über 10 Minuten. Guck ich gar nicht. Wir waren eben die ganze Zeit Füchse um uns rum, ne? Bro, da waren Tiere. Digga, hier sind auch Tiere um uns rum, die ganze Zeit am Laufen. Der Wichser pennt die ganze Zeit einfach. Wie kann das sein? Alter, ist das Ding hell, wa? Ja. Wir waren gerade die Matratze wieder voll. Wie viel Uhr ist es? Ja. 2.33 Uhr. Digga, guten Morgen.
Ja, Digga, guten Morgen, ist gut, Alter, leg mich am Arsch. Ey, Leute, es ist so krank kalt. Ich schwör's euch wirklich, das war die schlimmste Nacht meines Lebens. Digga, wir haben Schicht, also... Wir haben wirklich Schichten gepennt. Wir haben gepennt, dann aufgeblasen, wir gepennt. Haben, dann haben wir immer geguckt, dass es hier nicht zu kalt drin ist. Wir mussten so einen Hund kümmern, mein Kopf ist gefroren einfach, Alter. Wie's dann hab ich eine aufblasbare Melone habe ich aufgeblasen die ganze Zeit. Zehner, wenn wir hier nicht krank rausgehen, Alter, ehrlich. Also wenn wir hier jetzt... gleich nicht krank werden. Also ich fühle mich gerade nicht krank, ich fühle mich ein bisschen verkrampft und so, weil ich halt am harten Boden gepennt habe. Aber Zehner, wenn wir das hier überlebt haben, ohne krank zu werden, Alter. 6 Uhr, was, 30? Es ist 40. So dumm gewesen, wirklich. Das war, ganz ehrlich, wir waren sowas von nicht richtig vorbereitet. Das Zelt hier, absolutes Sommerzelt, wirklich. Diese Matratze, ey, ich schwöre dir, ich nehme gleich ein Messer und schneide die kaputt. Die ist einfach, da ist einfach irgendwo ein Loch drin und ich weiß nicht wo. Und ich habe auch wirklich... muss ich ehrlich sagen, keinen Bock herauszufinden, wo das ist. Dieser Wind hier war ständig wirklich, also ich weiß nicht, ab einem gewissen Punkt war es mir auch egal, wirklich, weil ich so genervt gewesen bin. Alles noch so weit in Ordnung, da lagen ein paar weirde Stöcke irgendwie so draußen rum, die ich auf jeden Fall nicht dahin gelegt habe. Aber das schauen wir uns dann gleich mal an. Ganz kurz zeigen, wie es hier aussieht. Komm hier! Es sieht aus wie Scheiße, wir haben 6.30 Uhr. Ich bin ein Idiot, ich habe die Sachen jetzt schon weggeräumt. Also, hier vorne, das war alles mal unter. Ja, hier ist das Tape sogar, was du gebraucht hast. Alles mal unter dem Zelt. Das ist komplett durchwühlt worden. Auf alles waren hier Tiere. Füchse, wie gesagt, for safe. Wölfe, Arkantel. Ich habe einen gehört. Wir haben halt gestern, wie gesagt, nochmal diese Map bekommen, wo die ihre Reviere haben. Leider Gottes liegen wir genau zwischen zwei Revieren. Das hätten wir vielleicht vorher checken sollen. Ja, ich würde sagen... wir shooten schnell Thumbnail, Leute, und dann heiz ab dafür, Alter. Also ganz schnell zurück ins, in den Van. Also wirklich, da habe ich jetzt echt keinen Bock mehr drauf, noch länger hier zu bleiben.